Das Mythos, nach 18 Uhr Essen macht dick, ist nicht ganz richtig. Es gibt doch Länder auf dieser Erde, die alle erst mit einer großen Genüsslichkeit am Abend sich zusammensetzen und essen. Denken Sie an die Tradition der Franzosen oder auch der Italiener oder Spanier. Wichtig ist, dass man weiß, was man isst. Und wer meint, dass er am Abend Kohlenhydrate konsumieren muss, der muss wissen, dass er dafür sehr viel Insulin braucht. Wenn er aber viel Insulin braucht, dann führt sich das Gegenhormon runter und das ist das Somatotropin. Das Regenerationshormon kann in der Nacht nicht gut wirken. Und der Überschuss an Zucker muss umgesetzt werden. Wenn der Körper jetzt aber in die Ruhephase geht am Abend und sich nicht mehr bewegt, dann braucht er den Zucker auch nicht. Also wird er ihn umsetzen. Die Leber erstmal als Fett. Wir sprechen von Bindegewebe in der Leber oder von der Fettleber in der Zukunft. Und der andere Zucker wird umgewandelt in Fett in Form von Reserven. In der Evolution war es nicht normal, jeden Tag üppig zu essen. Das heißt, Mahlzeiten wurden gut als Fett dann eingebunkert, der Überkonsum an Kohlenhydraten für schlechte Zeiten. Und deshalb tut es gut, auch mal nach 18 Uhr vielleicht nichts zu essen, um eine lange Ruhephase dem Stoffwechsel zu geben und damit eher Überschüssiges abzubauen.